Heute im Video der Santi Akkutank, der einzige Akkutank, der von Santi vertrieben wird, der auch das Label Santi trägt, heute im Video. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich online unter divesupport.de. Heute im Video der einzige Akkutank, der wirklich von Santi kommt, bei dem auch das Santi-Logo mit drauf ist, den es aktuell gibt, ist der ein 6 Ampere-Stunden Akku. Ein relativ kleiner Akku für das, dass Santi ja sehr große Heizsysteme bis zu einem Heizunterzieher anbietet. Aber Santi hat normalerweise keine Akkutanks im Programm, da müssen wir dann auf andere Lieferanten ausweichen, wie zum Beispiel den Yellow Diving Akkutank, den wir immer sehr gut finden. Aber es gibt natürlich auch viele andere Akkusysteme, die über ein EO-Quad verfügen und damit lässt sich das dann kombinieren. Trotzdem hat Santi aber speziell für die kleineren Anwendungen, weil es vielleicht auch in diesem Bereich nicht so viele Akkus von alternativen Herstellern gibt. Die meisten fangen da doch deutlich höher an wie diese 6 Ampere-Stunden. Aber hier deswegen vielleicht war das die Idee, dass wir etwas Kleines noch mit anbieten können und deswegen hat Santi diesen Akkutank rausgebracht. Dieser Akkutank ist voll aus Kunststoff und auch vollständig geschlossen, also dieser Akku ist immer zu. Ihr müsst ihn nicht irgendwie zum Laden öffnen, ihr müsst ihn nicht auseinanderbauen und das ist ein großer Vorteil eigentlich dieses kleinen Akkutanks, weil man ihn nicht öffnen muss. Es ist bei allen anderen Systemen, die mir jetzt spontan so einfallen, muss ich immer den Deckel aufmachen und dann kann ich vergessen, dass ich den Deckel richtig schließe. Vielleicht ist der O-Ring, der das Ganze abdichtet, nicht sauber, hat eine Verschmutzung und es dringt euch Wasser in den Akku ein. Das kann euch bei diesem kleinen Santi-Akku nicht passieren. Der ist geschlossen. Wie er geladen wird, zeige ich euch nachher noch gleich. Bleiben wir kurz beim Akku. Der Akku verfügt hier hinten über eine Durchführung, sodass ihr ihn ganz normal am Harness, am Bauchgurt eurer Backplate befestigen könnt, indem ihr hier einfach das Gurtband durchfädelt. Das funktioniert genauso wie bei allen Standard-Akkus. Man kommt ja weg davon, aber es ist immer noch so eine, viele runden, klassisch rund gebauten Akkutanks haben ein Stück Gurtband verbaut, das dann mit Schlauchschälen an diesem Akkutank verschraubt wird und dann kann man das aufhängen. Alle, die jetzt mehr so aus der Kunststoffrichtung kommen, die Akkutanks, die vielleicht auch eine besondere Form haben, die nicht unbedingt rund sind, die haben dann hier meistens im Kunststoff diesen Schlitz mit eingebaut, sodass man ihn tragen kann. Gesichert wird der Akkutank aber genauso, wie man es jetzt von dieser klassischen Schlaufenvariante kennt, mit einer Bleigurtschnalle, also aufschieben, Bleigurtschnalle drauf, zumachen und dann sitzt der Akku an der richtigen Stelle. Bedient wird er hier oben, also ihr seht auch hier natürlich richtig gemacht, man kann ja hier nicht mit einem Deckel links oder rechts, es ist also so aufgebaut, dass wir hier den Schlitz der Durchführung haben und dann sitzt das Kabel innen, also körpernah, nicht innen der Schalter, außen das Kabel, weil das wäre ja unpraktisch, sondern genau andersrum, das Kabel körpernah, damit es nicht absteht und dass man den Schalter gut bedienen kann. Und damit habe ich es auch schon verraten, dass hier oben ist der Schalter, das ist ein Druck, also es ist kein Druckknopf, es ist ein Piezo-Schalter, den man einfach berührt. Ja? Und ihr seht schon hier unten, damit man dann auch eine optische Referenz hat, ob der Akku an- oder ausgeschalten ist, hat man hier oben im EO-Cord ein kleines Lämpchen verbaut und dann seht ihr, wenn das leuchtet, dass jetzt Strom geliefert wird. Das macht insbesondere bei einer Heizwäsche schon sehr viel Sinn, oder generell Heizsysteme, egal ob jetzt Handschuhe oder Weste oder Unterzieher, ihr müsst ja wissen, ob ihr jetzt Strom schon liefert, weil es ist anders wie bei der Lampe. Die Lampe schaltet man ein und dann ist sie hell. Beim Heizen dauert es eine ganze Weile, bis ihr spürt, ob das Ganze warm wird, bis die Wärme am Körper ankommt. Und damit ist es natürlich schon wichtig zu wissen, halte ich jetzt ein, heize ich jetzt. Und das ist hier mit diesem Piezo ganz praktisch. Also nur ein leichter Tipp drauf hier und schon schaltet er sich ein und ihr seht das hier an diesem blauen Ding. Das Ganze wird ja dann hier oben getragen, also man kann hier leicht unten gucken und sieht, okay, mein Akku ist an und funktioniert und meine Heizweste oder mein Heizsystem wird betrieben. Jetzt noch kurz zum Laden. Wie wird das Ganze geladen? Auch hier ist dann im Paket ein Ladegerät mit dabei. Ich zeige euch das mal.
Das Ladegerät an sich ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben hier natürlich eine Anzeige, ob der Akku voll ist oder ob er geladen wird. Rot, er wird geladen. Grün schaltet er dann um, wenn er voll ist. Das Ganze ist hier mit einem ganz normalen Stecker versehen, mit einem Kaltgerätestecker, den man dann eben über einen Euro-Stecker laden kann. Damit ist auch oft im Urlaub nicht notwendig, dass ihr hier einen Adapter braucht, weil er eben nicht diesen großen Stecker drauf hat. Passt für viele Steckdosen. Und auf der anderen Seite ist es auch hier ein ganz normaler Stecker. Also das hier ist noch nichts Besonderes. Das ist ein übliches Ladegerät, wie ihr es wahrscheinlich auch im Ersatzteilhandel irgendwo kaufen könnt. Aber dann ist eben das Schöne, dieser Adapter, der hier dabei ist, der wieder auf einen EO-Cord endet. Also ihr habt hier ein EO-Kabel, an das einfach ein Stecker mit verbaut worden ist, und dieser Stecker lässt sich dann am Ladegerät anstecken, und die andere Seite lässt sich hier am EO-Cord des Akkus verbinden. Also ihr steckt das hier zusammen und schon lädt der Akku hier auf. Ihr braucht sonst nichts zu tun, einfach anstecken, aufladen. Es ist hier ein Überdruckventil verbaut, wenn irgendwie Druck hier steigen sollte durch den Ladevorgang, wird das abgelassen. Und ihr habt damit überhaupt kein Problem. Also ihr habt immer einen dichten Akku. Ihr habt nicht das Problem, dass euch der Akku irgendwie absäuft durch ein falsches Schließen oder durch einen undichten O-Ring. Und ihr könnt problemlos das Ganze hier laden mit diesem Ladeadapter, den Santi hier natürlich mitliefert, damit ihr kleiner Akku auch geladen werden kann. Für welche Anwendung ist dann dieser kleine Akku? Er reicht mit Sicherheit, wenn ihr eine Heizweste betreiben wollt oder wenn ihr einen Handschuh betreiben wollt, zwei Handschuhe betreiben wollt von Santi. Wenn euch das Ganze irgendwie so zwischen 1 und 1,5 Stunden, wenn euch das reicht für die Heizdauer, für einen Tauchgang, ist das auch für viele ausreichend, ist dieser kleine Akku ausreichend. Also entweder oder, natürlich nicht die Kombination aus Heizhandschuhen und Heizwesten. Da werden wir keine so lange Laufzeit zusammenkriegen. Aber wenn ihr nur Handschuhe oder nur Weste verwendet, dann kommt ihr damit eine Stunde oder auch etwas länger mit diesem Akku aus. Und damit ist es vielleicht wirklich für den Einstieg eine ganz schöne Sache. Wenn die Tauchgänge dann länger werden, kann man ja immer noch einen größeren Akku nachkaufen und macht nicht das ganze System, für das man sich einmal entschieden hat, kaputt. Und insofern ist dieser kleine praktische Akku von Santi eine gute Einstiegslösung, was es ja auch im Set dann gibt. Das war's zum Santi Akku, zu diesem einzigen Akku, den Santi anbieten kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, damit wir euch sofort informieren können, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.